Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. An diesem wunderschönen Dienstag geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es um einen brandneuen Smart Home Lichtschalter, den ich euch heute vorstellen möchte. Er kommt von Merrows. Merrows ist ja einer der renommiertesten Smart Home Hersteller, wenn es um günstige Gadgets geht, vor allen Dingen aber auch um gute Komponenten, um euer Smart Home System wirklich sinnvoll und günstig zu erweitern. Und Merrows hat hier diesen neuen Zwei-Wege- und Ein-Wege-Lichtschalter rausgebracht. Den normalen Lichtschalter gibt es standardmäßig für 26,99 Euro und den Wechselschalter für 29,99 Euro. Ihr bekommt allerdings exklusiv für dieses Video heute von mir einen 20% Rabattcode. Das heißt, wenn ihr einen der beiden Schalter haben wollt, nutzt das definitiv mit diesem Rabattcode aus. Dann könnt ihr, wie gesagt, auf beide Produkte 20% sparen. Links und Rabattcodes natürlich für euch einmal in der Infobox, wie ihr das von mir kennt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Und wenn ihr diese Schalter haben wollt, nutzt das definitiv aus. Ich weiß wie immer nicht, wie lange der Rabattcode gültig ist. Und vor allen Dingen könnt ihr dann 20% sparen. Von daher, wenn ihr einen smarten Lichtschalter sucht, dann schlagt hier definitiv zu. Apple HomeKit fähig ist die neue Generation der Merrows Lichtschalter. Ich war sehr gespannt, wie sich diese Generation auch hier bewährt. Die alten Generationen waren immer sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, und haben mich bis heute nicht enttäuscht. Allerdings natürlich, mittlerweile hat sich hier viel getan. Wir packen das einmal aus und sehen direkt schickes, neues Design. Sehr, sehr minimalistisch das Ganze. Kleine Leucht-LED ganz oben auf dem Schalter. Auch diese nutzt uns gleich dazu, dass wir natürlich wissen, in welchem Modus wir uns befinden. Hier kann man dementsprechend dann den Lichtschalter wieder ohne Probleme einsetzen. Sowohl den Wechsellichtschalter als auch den normalen Lichtschalter könnt ihr ganz simpel selbst verdrahten. Allerdings sei an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis gegeben, wenn ihr mit elektrotechnischer Verkabelung nicht versiert seid, dann lasst es besser von einem Elektriker machen. In jedem Fall davor einmal die Sicherung rausnehmen. Dann verkabelt sich das Ding allerdings relativ schnell und ihr habt keine Probleme hier dann dementsprechend den Lichtschalter anzubinden. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dann sieht das wie folgt aus. Es blinken die Leuchtlämpchen oben. Einmal wechselnd von Orange auf Grün und schon könnt ihr dann in der Merrows App dementsprechend einmal die Einrichtung vornehmen. Das Ganze ist, wie wir das kennen, eine Frage von Sekunden bei Merrows. Hier positiv und vor allen Dingen aber auch für jeden, der jetzt das mit einem iOS-Gerät macht, wundert euch nicht. Zunächst einmal wird die Installation euch hier im Apple HomeKit durchgeführt. Wenn ihr dann im Anschluss die Installation in HomeKit beendet habt, ihr seht das hier, ist der Lichtschalter dann rucki-zucki eingerichtet und ihr möchtet natürlich das Ganze auch mit dem Amazon Echo steuern. Gar kein Problem, geht wieder zurück in die Merrows App, geht auf Gerät hinzufügen und schon seht ihr hier den Lichtschalter sozusagen im Wartestatus und mit Hilfe dieses Wartestatus könnt ihr dann einfach einmal hier den Lichtschalter ganz ohne Probleme hinzufügen und schon wenige Sekunden später habt ihr ihn dann auch in eurer Merrows App. Automatisch dann auch, sofern ihr das Merrows Skill auf eurem Amazon Echo aktiviert habt, könnt ihr das Ganze natürlich dann auch ohne Probleme mit dem Amazon Echo oder auch dem Google Home natürlich hier verbinden und dann funktioniert das ohne Probleme. Die Steuerung ist dann wirklich kinderleicht. In der App könnt ihr, wie ihr das auch von anderen Geräten kennt, natürlich Zeitpläne etc. festlegen. Allerdings natürlich auch jetzt die Steuerung via Apple HomeKit oder natürlich auch via Sprache vornehmen. Und das funktioniert dann wie folgt. Schalte Decke Flur an. Schalte Decke Flur aus. Ihr seht, überhaupt gar kein Problem. Es geht super schnell und super zuverlässig. Der Schalter reagiert, so wie das sein soll. Und schon könnt ihr eure Deckenlampen smart steuern mit Hilfe des smarten Lichtschalters von Merrows. Wie gesagt, der Standardlichtschalter für 26,99, der Wechsellichtschalter für 29,99 derzeit zu haben. 20% Rabattcode auf beide Lichtschalter für euch in der Infobox. Deswegen schlagt ihr definitiv zu. Für jeden geeignet, meiner Meinung nach, der
seine Lichtschalter in modernster Art und Weise smart machen möchte. Von daher nutzt das definitiv aus. Und wenn ihr Fragen zum Lichtschalter habt, lasst es mich wie immer einmal in den Kommentaren wissen. Wie ihr das von mir kennt, werde ich so schnell wie möglich alles für euch beantworten, dass ihr dann auch noch rechtzeitig diesen Deal des Tages wahrnehmen könnt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo dalasst. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen Deals aus der Smart Home und aus der Technikwelt. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da und ihr verpasst nichts mehr. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute. Passt auf euch auf, Leute, und bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.